So, Boxen in Berlin, wann geht's los? Am 26. Oktober hier im Maritim Hotel. Wir freuen uns drauf, das ist die Revanche zwischen Nick Hanik und Rino Liebenberg. Man hat den ersten Kampf in Wiesbaden gesehen, das war eine Schlacht über 12 Runden. Und ja, da ist mit einem Unentschieden ausgegangen der Kampf. Und der Nick kommt damit nicht klar, er will auf jeden Fall das gerade biegen. Erzählen Sie bitte über den Boxstall. Also, wann haben Sie angefangen? Ja, Petkov Box Promotion ist 2010 gegründet worden. Wir sind dann 2015 ist die Nadine von Magdeburg nach München gezogen. Und ja, wir sind jetzt unter Top 3 in Deutschland. Das war unser Ziel. In ein paar Jahren das schaffen. Das haben wir auch geschafft. Und wir sind jetzt 18 Boxer unter Vertrag. Sitzen in München und probieren aus München die Welt. Wir als Boxen in Berlin. Warum Berlin? In Berlin, wir haben ja tolle Jungs hier aus Berlin. Also Nick Hanik, wir haben erste Gala am 9. Februar in der Werke Music Hall gemacht. Waren zwei Wochen vor der Gala ausverkauft und das zeigt, dass wir wirklich großes Potenzial haben. Tolle Jungs und das Qualität sich lohnt. Maritim hat natürlich auch große Boxtradition auch in Berlin. Und also ich meine dieses Hotel, wo sie jetzt boxen werden. Hier waren ein paar Gala, haben stattgefunden und wir kennen die, die waren auch sehr erfolgreich und wir sind also wirklich stolz. Wir haben 10 Wochen bis zur Gala jetzt und wir haben über 1000 Tickets schon verkauft. Und das macht uns, zeigt uns, dass wir auf diesem Weg sind. Wer boxt noch? Also den Hauptkampf macht der Nick Hanik, wie gesagt, den zweiten Hauptkampf macht der Peter Milasch aus Kroatien, der Schwergewichtler. Das ist der einzige Schwergewichtler, der mit Joshua den Kevin Johnson ausgenockt hat. Hat keiner geschafft davor, auch Klitschko hat mit ihm geboxt, nach Punkten. Und ja, dann Danny Heidrich, der boxt deutsche Meisterschaft. Das wäre dann der erste, glaube ich, deutscher Meister in Berlin, also Berliner deutscher Meister nach Thomas Ulrich. Das ist lange her, dass jetzt deutscher Meister in Berlin auch ist. Ich würde mich freuen, wenn das auch in Erfüllung geht. Wir haben den Hovig Bebraham und Edgar Wald. Edgar Wald ist einer der erfolgreichsten deutschen Boxer, 7-facher deutscher Meister, 4-mal hintereinander in einer Gewichtsklasse. Und es wird ein schönes Programm sein. Ein paar Lokalheroes hier auch aus Berlin werden auch dabei sein und es wird schön. Roman Belaev auch geplant? Oder? Roman Belaev ist auch geplant, genau. Der ist auch geplant und da werden wir sehen, auch jetzt guten Gegner. Der hat auch in Wiesbaden einen tollen Kampf geliefert und er wird sich auf jeden Fall beweisen. Jetzt also wir sind gerade abgegeben, um die WM irgendwann mal wieder zu boxen. Vor kurzem war ich hier in Berlin die Amateur-Deutschmeisterschaft. Wie sehen Sie die Entwicklung des Boxens in Deutschland in den letzten Jahren? Im Boxen in Deutschland existiert, man sieht es, es sind super tolle Talente. Schade, dass da wenig Boxen gefördert wird. Aber wie gesagt, wir sind sehr optimistisch und ich bin mir sicher, dass in Deutschland wieder Boxen hochkommt. Was brauchen Sie die Talente? Brauchen Sie Fernsehen oder brauchen Sie gute Trainer? Ja, man braucht auf jeden Fall Trainer, Fernsehen, alles ist sehr, sehr wichtig, aber auf jeden Fall würde mich freuen, wenn da die Promoter ein bisschen mehr unter sich zusammen mehr arbeiten würden und wirklich das, sich da Mühe geben, dass da öfter auch deutsch-deutsche Duelle stattfinden und das bringt auch wieder dann Boxen auf höherem Niveau. An welches Duell denken Sie da? Ja, es gibt tolle Kämpfe. Ich meine, Nick Hanik jetzt in Halbschwergewicht, da gibt es wirklich klasse Jungs, muss man, keine Ahnung, aber Dominik Bösel, Karo Murat, sind schon einige gute Namen, die man da boxen kann. Also es wäre nicht schlecht, wenn man so solche Kämpfe auch auf Augenhöhe sieht und das auch ins Fernsehen gezeigt wird, damit auch wirklich die Fernsehzuschauer auch zufrieden sind, dass die wieder mal einschalten und sagen, okay, es ist klasse Boxen und nicht nur ein Boxer gewinnt immer wieder, sondern es sind offene Kämpfe und gute Kämpfe zu sehen.